Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Escapist. Ich bin richtig mit Energie bei dem Spiel aktuell, deswegen nicht wundern, dass ich mich hier jetzt noch um kümmere, den ganzen Kram hier aus den Schreibtisch zu räumen und da noch was zu machen und dort noch was zu machen und hier das zu planen und dies und jenes. Sorry, da muss ich einmal ganz kurz auch meinen Satz wiederfinden. Ich bin gerade wirklich mal mit Energie bei dem Spiel, wo ich eigentlich immer sage, das Spiel ist halt anstrengend und ich mag eigentlich nicht mehr. Und jetzt kann ich ganz klar sagen, doch, ich mag das Spiel wieder. Ich weiß, ihr denkt jetzt so, warum, weshalb, bla bla, aber nee, es macht doch wieder Bock. Also, das sage ich euch auch, wenn ihr mal merkt, okay, ihr habt gerade keine Lust auf ein Spiel, lasst es einfach mal 2-3 Tage gut sein. Ich konnte ja das machen, weil ich ja jetzt vorproduziert habe. Wenn ihr dann wieder anfangt, dann habt ihr voll so einen Elan-Moment, wo ihr denkt so, ach, jetzt schaffe ich es, nochmal richtig was aus dem Spiel rauszuholen. Also wirklich, versucht einfach das mal so zu machen. Wenn ihr merkt, okay, ich habe jetzt ein Spiel übergezockt, dann geht einfach mal für 1-2 Tage von dem Spiel weg. Sagt euch, hey, das wird heute nichts, das läuft nicht, kein Bock drauf. Wenn ihr zum Beispiel mit Leuten zusammenzockt, sagt denen auch Bescheid, ey, komm, ich muss mal eine Pause von dem Spiel haben. Wir können ein anderes Mal das weiterzocken und so weiter. Ne, also einfach nur mal als Gedankenhilfe. So, da ist die Armbanduhr. Jedenfalls brauche. Auf jeden Fall brauche, deswegen. So. Wer wollte denn die Armbanduhr? Armbanduhr an Wesker. Okay. Mach ich gleich. Aber zuvor. Den Job, der mir aufgetragen wurde. Leider bleibt in der echten Welt, wenn man Menü öffnet, nicht die Zeit stehen. Hier ja schon. Also zumindest minimal, soweit ich weiß. Ah, noch ein. Okay. Hätte ich wissen müssen, dass es wieder zwei Sachen sind. So, Armbanduhr. Wer kriegt dann eine Armbanduhr? Wesker. Wesker. Da. Geben, fortfahren. So, jetzt will ich Intelligenz ganz gerne mal durchpushen. Zumindest damit ich ungefähr auf Höhe 90 bin, damit ich wieder noch einige Sachen machen kann. Sonst verliere ich wieder den Stand, wo ich sage, okay, jetzt kann ich draußen geben. Okay. 69. 70. 70. 72. 73, 74, 75. Eigentlich würde ich ganz gerne auch noch folgende Sache machen. Und zwar einen Part lang nur meine Werte durchpushen. Und natürlich meine Arbeit nachgehen. Da müsste ich dann aber nochmal wissen, ob ich den aufnehmen soll oder ob ich sagen soll, okay, nee, das mache ich mal ganz kurz im Off. Aber da müsstet ihr mir dann quasi mal eine Art Feedback geben, ein aktives. Bitte, danke. Jetzt muss ich erstmal auch gucken, wo was ist. Fehlband. Jetzt komme ich doch der Sache langsam echt näher. Okay, jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal ein Poster. Weil Poster sind erlaubte Gegenstände. Vielleicht noch bei ihm was? Ja, tatsächlich. So, bitte nicht wieder überspülen so. Unbekannten Schreibtisch hatte ich ja schon leer.
aber noch mal gerne reingucken, falls ihr es mir nicht glaubt. Kostet ja mich nur 2 Sekunden. So, und jetzt Hofgang. Ich orientiere mich momentan hier an die Linie von der Mauer, da ich dann immer drücke, wenn er ungefähr da angekommen ist. Weil dann weiß ich, okay, das ist noch im Rahmen. Also gedanklich schon drücken, wenn er hier ist. Wirklich drücken, wenn er hier ist. Ach, ich bin zu müde. Okay, dann ist ja egal. Dann passt das ja. So. Weiterhin die Tische durchforsten, wo ich dran bin. Und vor allem weiterhin die Sachen, die nicht erlaubt sind, ins Klo packen. Ah, super. Dann brauche ich gleich mal 2 Toiletten. Dann kann ich mal nach oben gehen. Ich kann hier oben nicht. Gleich mal gucken, ob ich hier oben schon alles durch habe. Natürlich nicht. Und da ist nochmal eine Sache drin, sowieso die verboten ist. Das heißt, die kann ich auch gleich mit rausziehen. Sagen wir bitte, dass er Klebeband oder ähnliches hat. Nein, hat er natürlich nicht. Linke Seite eigentlich durch? Nein, nicht mal annähernd. Ich habe ja noch nicht mal die rechte Seite durch. Jetzt hätte das Tisch habe ich noch gar nicht geprüft. Da wird auch noch ein Komplett drin liegen. Okay. Ja, okay, das war klar. So, jetzt ist aber. Kommt mal vor, dass ich da nicht so vorsichtig bin und dann wieder das Pech habe, dass ich natürlich den gerade da vor Ort habe, der dem Tisch auch gehört. Okay. So, jetzt nochmal kurz gucken, ob ich alle Tische bedacht habe. Oder ob ich nochmal einen Tisch. Aber ich glaube, ja. Ich gehe jetzt nach oben. Das hat sonst keinen Zweck. Sonst verbrauche ich nochmal Zeit nur zum Nachgucken. Und das wäre halt ärgerlich. Naja, natürlich kommt nicht gerade rein. Warum auch nicht? Ich will halt auch nicht, dass die immer sauer auf mich sind. Nur weil ich kurz mal in den Tisch gucke, aber ich brauche halt die Gegenstände. Ne? Ja, okay. Muss ich mal gucken, dass ich da eine Werteuniform kriege. Eigentlich wäre es am schlausten, dass ich dann jetzt hier mich quasi. Okay, nichts gesagt. Ich habe gedacht, okay, dass ich ihn halt entkleide, wegrenne. Und so weiter und so fort. Weil hier liegt ja auch noch draußen irgendwo Tinte und Bleich herum. Ne? Aber das wird ja. Warte. Schmutzige Entsassen. Ja gut, schmutzige Entsassenkleidung bringt mich halt nicht weiter. Warte, hier war ich drin. Das erkenne ich daran. Moment. Ich brauche die Tinte auf jeden Fall und die Bleiche, die brauche ich auch auf jeden Fall. Die muss ich dann wieder vorratsmäßig schon mal mir hinterlegen.
Die Tinte am wichtigsten, gleiche kriege ich häufiger. Wobei, gleich mache ich einfach Toilette. So. Muss das einfach als einen zusätzlichen Tischplatz sehen, die Toilette gerade erstmal. Deswegen ich auch das Feuerzeug da reinlegen werde jetzt. Das heißt, obere Toilette ist komplett, completely nicht mehr usable. Oh, nee, meine Arbeit. Meine Arbeit. Jetzt muss ich aber Vollgas geben. So, das war Vollgas geben übrigens. Also kann man doch eigentlich sagen, ja, wenn mal was ist. Dann kann man das immer noch machen. Okay. Dann kann ich das Feuerzeug auch hier reinräumen. Was jetzt eben nicht passiert hat. So. Und wer war das jetzt, der die haben wollte? Moin. Lukas, Benjamin, wo ist denn Lukas? Das ist auch noch so eine Sache, ich verschwende meine meiste Zeit damit, den richtigen aufzuspüren. Es kann höchstens sein, dass er gerade der war, den ich das abgenommen habe. Ne, hier ist er. So, Wetteruniform ist ja tatsächlich noch irgendwo das Einfachste, was ich machen kann. Jetzt muss ich kurz warten, bis alle draußen sind, weil ich nicht vertraue, wer ist gerade. So. Das ist nicht William. Kurz noch die Tische prüfen. Ja, wird wieder nichts. So, also vom Inhalt her. Aber hey, Großteil der Tische wird wieder resettet. Und ja, das ist halt das Wichtigste. Einmal regnen, einmal strecken. Mal wieder. Mein Rücken. Normalisiert sich auch gerade inzwischen wieder. Und ich glaube, das war aber auch heute. Also wenn ich jetzt den Part fertig habe, der aktuelle Part für diese Woche, ne? Oder für nächste Woche schon? Ich weiß, ich nehme momentan wieder so viel im Voraus auf. Produziere auch so viel im Voraus. Muss die Thumbnails noch im Voraus produzieren. Das ist halt momentan echt schwierig. So, eigentlich könnte ich auch so langsam Vorbereitungen treffen für andere Sachen, aber ich muss erstmal, genau, das muss ich eigentlich machen. Okay, ich muss erstmal drauf klarkommen. Ich weiß nicht, sorry, wenn ich jetzt immer ganz halt auch schon durch leiser bin, das ist halt, ich gehe auch mal so ein bisschen in mich und überlege den nächsten Schritt. Aber ich denke, ich werde jetzt nochmal speichern oder morgen versuchen, also bei der nächsten Aufnahme versuchen. Aber den und den morgigen Tag werde ich speichern und dann werde ich mal was versuchen. Ich habe die Wärteruniform. Ich will mal wissen, ob das geht oder nicht. Das ist halt so die Sache, die mich gerade wurmt. So. Direkt loslegen. Keine lange Überlegung. Oh,
Oh, mir fällt gerade was ein. Daran habe ich nämlich gar nicht gedacht. Ich muss wieder meine Uniform herstellen. Ich bin ja abgeschossen worden. Das heißt, mir wurde alles weggenommen. Baseballschläger ist auch nämlich nicht mehr. Das heißt, die nächste Basie... Buch. Die nächste Basie, die ich finde, und das nächste Blech, was ich finde, muss ich auf jeden Fall beibehalten. Sowie auch Klebeband. Weil daraus mache ich mir wieder eine neue Ausrüstung. Das ist aber auch... Es ist ärgerlich, ja, okay. Aber es war auch abzusehen, muss ich sagen. Muss ich sagen, wie es ist. Das heißt, nächstes Blech, nächstes Silber, nächstes Basie ist alles meins. Aber jetzt heißt es erstmal Essen, danach Job. Meine Sache ist spurlos verschwunden. Ja, okay, das ist ja immer so, da kann man noch bei Glück haben, dass es bei dem Tisch von Matthew hinterlegt ist. Also ist nicht gesagt, dass ich ihn unbedingt, ja, niederkloppen muss. Okay, Spaß beiseite. Aber es ist nicht gesagt, dass ich ihn niederkloppen muss dafür extra. Klar, kommt bei vielen Sachen vor, dass man jemanden niederkloppen muss, aber nicht allen. So, achso, ich kann ja mal... Ach, nee, ich bin voll. Okay. Wie steht hier rum? Ich könnte jetzt hier sagen, okay, hier, ich habe 600 Typen tot, aber nein. Noch bin ich nicht so arrogant und sage, ja, das reicht jetzt. Auch wenn ich dringend eine Menge brauche. Okay. Das trifft sich ja vorzüglich. Ja. Nein. Aber leider nicht so vorzüglich, dass es irgendwas bringen könnte. Oh, schade. So. Warum gibt es eigentlich keine... Achso. Warum gibt es eigentlich keine Kurzform-Taste für Craften? Sowas wie Enter. Mann! So. Oh. Sorry, Leute, jetzt werde ich doch ein wenig tattrig. Zum... Ja, letzten Parten, könnte man sagen. Den ich jetzt gerade aufnehme heute. Von dem Spiel hier zumindest. Danach ist nämlich Stachel dran. Ein richtig fetter Schwung. Wenn ich mich nicht täusche, dann haben wir nämlich gerade... Warte, haben wir Freitag oder haben wir Samstag? Ich muss gleich mal nachgucken. Ich glaube, wir haben Samstag. Will ich aber jetzt nicht beschreien. So, Moment. Ja, wir haben Samstag. Das heißt, ich muss so oder so mich sputen. Was das anbetrifft hier. So... Roland. Buch. Buch war... Safe, ja. Gut, dass er gerade hier ist. Dann kann ich das ihm direkt geben und seinen Tisch durchsuchen. So. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen lächerlich, dass ich das jetzt mache, aber... Ich glaube, ich durchsuche auch erstmal die Tische einmal, räume sie dann um einen großen Teil leer und mache dann ein zweites Mal die Tische, um sie dann final leer zu haben. Ich glaube, das ist noch die schnellste und bessere Logik. Okay, unten links, links, unten rechts, links, unten ist schon mal komplett. Unten rechts, da muss ich nochmal reingucken, gleich. Das nehme ich mal mit. Kann ich nämlich vorübergehend erstmal in der Toilette horten bei uns. Ja, natürlich. Wer kommt natürlich rein? Genau, der, dem den Tisch gehört. Und warum kommt er rein? Damit man nicht schnell sein kann. So. Gut. Schutzseife. Rosttisch, Hofgang ist, ich weiß. Klebeband, Sand. Keine Ahnung, warum ich mich über Sand freue, aber ist halt so. Ich gehe mal ganz kurz eine Station hoch. Ich muss nämlich hier das Sand loswerden. Und das Klebeband werde ich los, indem ich nochmal hier bei mir ein Poster crafte.
Toaster sind erlaubte Gegenstände. Das Spiel nicht drüber nachgedacht. Nein, okay, Spaß beiseite. Oh, bitte sag, dass er auch nochmal Klebeband hat. Nein. Gut, egal. Ja. Stärke habe ich eigentlich genügend, ne? Obwohl. Ich muss ja alles durchpushen, also heißt das. Einfach durchziehen. Ganz einfache Logik. Das letzte, was übrig bleiben wird, wird wahrscheinlich Geschwindigkeit sein, weil ich es einfach am wenigsten gepusht habe. Am Ende. So. Freizeit, das heißt, ich kann mal eben unten links die Tische weiter überprüfen. Okay, keiner von den beiden ist William. Halt, ich muss erstmal gucken, ob da noch irgendwo anders was ist. Ja, auf jeden Fall ist da noch woanders was. So, die zweite Pfeile möchte ich ganz gerne bei mir tatsächlich noch bei der Toilette hinterlegen. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz hier unten rechts. Rechts ist noch was drin. Und rechts, links ist nichts mehr drin. Unten rechts, oben rechts. Leider kommt gerade der Kollege, der den Tisch gehört. Semi praktisch. Leider. Gut. Hier ist warte, hier ist überspült, das heißt, ich muss das wegnehmen. Gut, also Ross. Komm. Warum? Warum, warum? Okay, unsere Toilette ist die einzige, die gerade noch funktioniert, deswegen muss ich mal gucken. Sicher. Gut. Und wieder hinterlegen. So. Aber jetzt, sorry, jetzt werde ich aber wirklich. So, die unteren Tische unten links sind sauber. Das raus. So, unten links ist komplett sauber, denke ich mal. Der hat nur das. Safety-Tisch. Also unten rechts. Genau, Ross-Tisch wollte ich ja prüfen, da war Ross leider reingekommen. Ist noch nicht sauber. Ist jetzt aber komplett sauber. Gut. Meine Güte. Sorry, also was ich alles hier immer beachten muss, merkt ihr ja, Leute, ne? Ach, eigentlich will ich weitermachen tatsächlich gerade, weil es gerade mehr oder minder gut läuft. Aber dann denke ich auch so gleichermaßen, okay, nein, ich muss auch noch die ganzen Sachen rendern, schneiden, rendern, Thumbnails schustern, ne? Klar, die Thumbnails sind das wenigste Aufwendige, das ist nur visuell für euch, damit ihr wisst, okay, das ist der und der Part. Deswegen, also, wenn ihr euch aufregt darüber, also ganz sorry, wenn sich jemand darüber aufregt, dass meine Thumbnails nicht irgendwie hier übertrieben mit sonstigen Scheiß zugekleistert ist, mit einer leicht bekleideten Dame, die auf dem Motorrad fährt, in den Sonnenuntergang, den ich dann noch rein photoshoppe, dann sorry, aber das ist halt nicht das Spiel. Gut, ich könnte mich halt rein photoshoppen, wenn ihr mich kennen würdet optisch. Und sagen, hier, das bin ich breche jetzt mal hier aus und dann eine Wand, wo ich durchsteige, so wie Danny Justin auf seinen Thumbnails. Aber nein, ich zeige einfach passend zum Wortlaut, theoretisch gesehen, immer, was gerade Sache ist. Zum Beispiel, wenn ich schreibe, okay, ich komme endlich aufs Dach, dann wo ich dann halt auf dem Dach herumgeister, zum Beispiel. Klar, ist etwas stumpf, finde ich, aber es ist der Wortsinn, den ich versuche zu verfolgen. Ja, vielleicht nicht immer das Beste, weil viele Parts dadurch etwas langweilige Thumbnails hatten.
Und bei vielen Parts habe ich einfach, wenn ich gemerkt habe, okay, es ist gerade einfach nur noch Dauerschleife, dann hatte ich da oftmals, dass einfach nur noch dasselbe angezeigt wird. So wie bei Assassin's Creed, da hatte ich ja dann irgendwann ein Standardbild mit ja, verschiedenen Aussehen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr machen, außer immer wieder sagen, okay, das ändere ich, das ändere ich, das ändere ich. Weil ja sonst auch Facebook daherkommt oder YouTube daherkommt, ey, du hast schon zigtausend Mal dasselbe Bild bei einem Video. Ist tatsächlich vorgekommen schon bei mir. Leider Gottes. So, ich will jetzt noch einmal schnell die Tische durchprüfen, deswegen mache ich das gerade in der Arbeitszeit. Safer weiß ich definitiv ist leer. So. Die einzigen, die ich noch nicht weiß, ist halt die hier oben. Und die sind auch noch nicht komplett leer. Das heißt, hier muss ich sowieso komplett durchhasseln. Halt, 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 halt. Habe ich das jetzt in den Tisch gelassen oder habe ich das jetzt weggelegt? Ah ne, habe ich in den Tisch gelassen. Um halt. Ja, okay. Das war abzusehen. Obere rechte Tischseite muss ich noch durchräumen. Okay, lass mich in Ruhe. Okay, ist nicht ein Tisch, dann kann ich da gucken. Klebeband, juhu. Ich freue mich ein bisschen, weil... Ihr wisst ja, ich habe noch die Nebenaufgaben. Okay. Einfach weiter gucken. Nochmal Holz, das ist perfekt. Dann kann ich nämlich direkt das Craft, was ich brauche. Mache ich das doch direkt mal. Kümmere ich mich erstmal um die Magazinaufgabe. Also um das Poster meine ich. Gucke, dass ich hier nochmal ein bisschen was freiräume. Ich weiß, was Duschen ist. Bevor ich jemand was sagt. Aber ich muss hier wirklich nur noch ein ganz klein wenig was rausräumen. Mixtisch habe ich, glaube ich, leer. Gut. Lukas. Leer, gut. Oh! Sollte es das wirklich sein? Gut, ich habe alle Tische komplett geklärt. So, die Stütze behalte ich mal bei. Die Sachen aus der Toilette nehme ich gleich wieder mit. Da wollte ich nicht rein. Poster wollen zwei Leute. Weiß und Ethan. Weiß und Ethan. Den, den ich zuerst finde. Ah, beide sind hier. Okay. Dann gebe ich ihnen erstmal das Poster. So. Nein. Kein Klebeband, das heißt nicht wichtig. Moment, bevor ich jetzt hier was vergesse. So, weil der Part ist ja sowieso gelaufen, Leute. Mehr oder minder. Gut, das nächste Klebeband, die nächste Baseballkeule und das nächste Metallblech sind definitiv für meine Ausrüstung bedacht. So wie auch... Komm schon, das ist jetzt noch nicht... Warte mal, hätte ich das panzern können, die Polizeiweste? Ich glaube nicht, ne? Egal. Das nächste, was ich machen muss, ist halt wirklich einfach weiter... Ja, das, was ich gerade mache. Sachen finden, Sachen horten, Sachen vorbereiten. Und so weiter. Das heißt, der Part hier ist zwar jetzt der letzte, den ich jetzt gerade heute aufnehme. Aber nicht der letzte, in dem ich so hasseln werde. Oder wie man es nennen möchte. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao!